Aber es ist natürlich, ich weiß, dass das problematisch ist und ich weiß auch, was passiert ist. Aber die Idee zum Beispiel, die Schule für Sozialamtskinder zu öffnen, das ist einer der Werke von Gerold Becker. Ob er das nur gemacht hat, um sich an denen zu vergehen, wage ich zu bezweifeln. Das war meiner Ansicht nach der Anfang vom Ende der alten Odenwaldschule. Man muss ja sehen, die alte Odenwaldschule war die Schule des linksliberalen, teilweise jüdisch geprägten Bildungsbürgertums. Und da fanden Aufnahme die Kinder wie Klaus Mann und damals wäre sicher auch Tilman Jens, das war sozusagen genau der Typus, sozusagen, der da Aufnahme fand. Ökologische Nischen, wo die überleben konnten, weil sie an Staatsschulen nicht überleben konnten. Das haben Sie am Uhland-General beschrieben von einem Leiter, Steintal, den ich ja sehr gut kenne, ja, der alles andere ist als ein Pauker oder sonst was. Nicht ein liebenswerter, ja, Vorzeigepädagoge. Aber die Schulzeit. Ja, aber die Schulzeit war eine Leidenszeit. Und da war die Odenwaldschule ein wunderbarer Ort. Und die Odenwaldschule hat natürlich. Und nun hat Gerold Becker etwas gemacht, er hat die Industriestipendiaten abgeschafft. Das war eine wunderbare Einrichtung. Das heißt, die Industrie, von Herrn Freudenberg angeführt hatte, begabten Lehrlingen ermöglicht, und es wurde finanziert von der Industrie, auf die Odenwaldschule zu kommen. Das war genau die richtige Konzeption. Und dann kamen diese Jugendamtskinder und ich meiner Ansicht nach ist da ein prinzipieller Denkfehler. Ich kann nicht den sozusagen Kindern aus wohlhabenden Häusern,